Thank you.
Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Bobby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Obersturmbannführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bubi. Was soll das, mein Schatz? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Das ist nur ein Test! Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. Gut, lasst uns anfangen! Wählen Sie das Foto, das Sie erregt, wenn Sie wissen, was ich meine. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmbannführer. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant.
Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmanführer. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Sagen sollen, dass es ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie ein Nicht-Arier gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit fremden Männern zu spielen. Diese Bilder. Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Arier mit bloßem Auge erkennen. Du etwa nicht. Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil warten auf ihn. Ach, Bobo, lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin William? Yes. Is that for me? Yes. You know there's just one bed. Yes. Are you comfortable sharing? Hotel, it's on the same street as secret police headquarters. Everybody knows about it. Secret police headquarters is notorious here in Berlin. They bring prisoners inside for questioning. They torture them, and then they drive them back to Eisenwald prison, if they're still alive. Something's happening. There's a transport arriving. Come quickly. They're making a pickup. You find a way to get down on the roof of that prison transport bus. You hide on that roof and you can ride it all the way into Eisenwald prison. I go down and distract the guard. And maybe he won't see you. Yeah.
go shoot. Raus! Schichtwechsel! Wir sind spät dran! Genau eine Minute, Hans! Da müssen wir aber los! Nach rechts! Hier, du da! Komm schon! Vorwärts! Sau, du Dreckige! Du komm vorwärts! Ich zeig dir was! Faule Drecksau, du komm! Komm! Du faul! Geh raus! Schnell vorwärts! Zeig dir was, du! Komm schon! Vorwärts! Vorwärts! Hey du! Noch 5 Schritte! Vorwärts! Glaubt ihr, könnt ihr rasten? Links rein! Rein sofort, du Drecksau, du! Rein! Rein!
Gefangene, vergessen Sie nicht, dass Sie bei jeglichem Widerstand gegen Umerziehungsmaßnahmen der umfassenden Gewalt des Strafvollzugs ausgesetzt werden. Gefangene, vergessen Sie nicht Ihre Pflichten im Strafvollzug. Sie befinden sich hier als Folge Ihres Handels. Leisten Sie Ihre Strafe mit Würde ab. Gefangene, vergessen Sie nicht Ihre Pflichten im Strafvollzug. Sie befinden sich hier als Folge Ihres Handels. Leisten Sie Ihre Strafe mit Würde ab. Gefangene, vergessen Sie nicht, dass der Besitz verbotener Waren automatisch eine Strafverlängerung nach sich zieht. Oh.
Greasiest bunch of guards the world has ever seen. Yourself on.
supposed to be two. Here I was, getting ready for the eternal nap, and this Nazi-killing jammy bastard shows up out of nowhere. What have you been up to, Blazkowicz? Shooting, stabbing, strangling Nazis. Ready to set things straight, Fergus. Well then, let's square on out of here, kill every damn Nazi that gets in our way. Eh! Careful with that door! Blazkowicz, we are getting the fuck out of here now. Looks like a two-man lock. We have to hit these two buttons at the same time. On my mark, hit that button there. Ready? I don't like it.
tight! There you go!
Blazkowicz! Over here! Meeting! Fucking time to fucking go, you fuck! Any of you know how to hotwire a car? Tracking her every move. If this was nighttime, we'd have more options. A daytime entry to the Kraiser Resistance headquarters is no easy feat. Not that anyone's ever tried one before. Skies are empty for now. Lucky for us. Well, I'd rather die in the fresh air than in that damn prison. Right, you be on the lookout now. This is a two-parter. First, we need to hit that blind spot precisely dead on. In possession. Now, go, go, go! Long as we stay in this here mist, no one will see us. Right, this is the second part. We're jumping. Don't hesitate, just do it. As soon as you hit the water, you're gonna hold your breath and swim after me. Whatever you do, stay under the water. You break the surface, we're all dead. There are Nazis fucking everywhere. Now don't think about it, just jump! In front of that house.